Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Tipps zu Trainer. Pokémon-Attacken sind entweder physische oder Spezialattacken. Die Stärke der physischen Attacken hängt vom Angriffswert des Pokémon ab. Die Stärke der Spezialattacken wird hingegen vom Spezialangriffswert des Pokémon bestimmt. Ja. Oder, Magby? Chucky rülpst ein kleines Feuerchen. No. Aber bitte nicht in meine Richtung. Wir versuchen heute, unser kleines Magby zu entwickeln. Das ist das Ziel von der heutigen Folge. Außerdem, wenn wir Glück haben, erreichen wir heute eine neue Stadt. Und das könnte sehr interessant werden. Hier haben wir ein paar Beeren, aber ganz ehrlich, was ist das bitte für ein blöder Beerenort? Ist ja voll abseits. Also hier werde ich nichts pflanzen. Da habe ich keine Lust drauf. Keinen Bock. Mega Block! Das, was wir machen, wenn wir Hater haben. Tricky rollt ein Steinchen vor sich her. Ein Steinchen. Oh, da müssen wir lang. Hier und dann hier lang. Okay. Nochmal so ein Zerschneiderbaum. Ist das nur eine Abkürzung? Warte, ich lasse es mal. Ich glaube, das ist nur eine Abkürzung. Egal, wir gehen einfach den langen Weg. Wow. Krasse Abkürzung. Oh, deshalb. Jeder vergossene Tropfen Schweiß macht mich nur noch stärker. Oh, oh. Ich hab dich geheilt. Ich hab schon wieder vergessen zu heilen. Ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt Heiltränke habe. Ich glaube aber nicht mehr so viele. Na gut, was bringt es denn Spaß, damit umzugehen? Ich habe jetzt genug Geld. Ich könnte mir eigentlich ganz viele Tränke holen. Ich habe schon fast 100k, Leute. Einfach reich. YouTube Money. Achso, stimmt. Trauen für die kann ja nicht mehr angreifen. Habe ich schon ganz wieder vergessen. Habe ich einfach schon wieder vergessen. Na toll. Aua, bitte nicht vergiften. Ich hab gesagt, nicht vergiften. Oh, ist neutralisiert das Gift, weil es mich liebt. Sehr logisch. Egal, nehme ich mit. Bam. Ciao. Keine Chance gegen der Macht der Liebe. Kleiner als drei. Level up. Für Tails. Doppelschlag, sagst du? Anwender trifft das Ziel mit dem Schweif oder ähnlich. Ich denke mal Schweif. Ziel wird doppelt getroffen. Das heißt, es macht zwar beim einen Mal 35 Damage, aber es macht dann nochmal 35 Damage. Es müsste ungefähr 70 Damage machen, wenn ich zählen kann. Ja. Ich weiß es halt nicht wirklich. Doppelschlag. Stets treffen auf gegnerische Pokémon. Ich weiß nicht, was besser ist, aber wir nehmen mal Doppelschlag mit, weil Sternschauer habe ich eigentlich immer. Deshalb können wir es mal raustun. Für ein bisschen Abwechslung. Hatte immer ein Pokémon mit Sternschauer. Deshalb möchte ich mit ein bisschen Abwechslung haben. Weil, warum denn noch nicht? Jetzt kann Tricky wieder rein. Und vielleicht ein Level über Stauben gehen, das wäre nice. Bei Mediti. Erstmal kurz schwebt es. Und dann nicht mehr. Dann steht es. Oh, Offenlegung. Ich habe echt Glück, dass die gegnerischen Pokémon kaum Damage machen. Liegt das an meinem Level, dass ich ein bisschen höher bin als die? Ich weiß es nicht. Macht es mehr Damage jede Runde? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Egal, du bist auf jeden Fall down. Feuerschlag ist eine richtig gute Attacke. Kann ich nur empfehlen. Alle Schlagattacken, wie ich finde, sind ziemlich gut. Check rein, Level 31. Ja, gut, mach Hollow. Weiß nicht. Da sollte Shaker rein das schneller hinkriegen können. Ich habe mir schon ein bisschen überlegt wegen Spitznamen. Und bei Shaker rein würde mir einfach nichts einfallen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es nennen würde. Das ist eins der wenigen Pokémon, wenigen Starter-Pokémon, bei denen ich keinen wirklichen Nickname habe. Ich wüsste gar nicht, wie ich es nennen sollte. Ich weiß auch nicht, ob das so schlimm ist. Aber ist auf jeden Fall sehr schlimm, dass es Mahol überlebt hat hier. Geht gar nicht. Check rein, du musst dich mal ein bisschen verstärken hier. Verstunden. Nein, ich mach das Level ab. Ach komm. Ich will es auch nicht ganz wahrhaben, aber eine Niederlage ist eine Niederlage. Richtig. Es ist wieder an der Zeit zu schwitzen. In welchem Spiel denn? In Pokémon? Oh Mann. In Pokémon zu schwitzen. Huiuiui.
Das kann was werden. Wollen wir doch mal nachschauen, ob es hier in der Nähe ein Item gibt. Vielleicht hier oben? Nein, ganz weit hinten. Nein, ist nirgends so ein Item. Das ist... Ist das nur für dieses... Nee, kommt man doch von hier aus hin. Okay. Vielleicht einfach nur für Pokémon fangen. Das könnte ja auch sein. Schockwelle! Also Paralyse. Cool. Paralyse verteilen, wenn wir es irgendwie dabei bringen, aber... Ich bin mir sehr sicher, dass das niemand erlernen kann. Das war's nicht? Oder? Oh, Moment, ich habe mehrere TMs. Ich habe manche TMs mehrmals, sehe ich gerade. Fünfmal Tarnstein? Wovor habe ich diese ganzen TMs? Warum merke ich das erst jetzt? Wahrscheinlich ist das so die ganze Zeit schon so und ich merke es erst jetzt. Oh, wow. Okay. Die will bestimmt kämpfen, so wie die da rumsteht. Nein? Laufen ist ja gut. Aber nicht. Aber nicht übertreiben. Ja, gute Idee. Ein Item! Ein Hyperheiler. Ja, Hyperheiler sind ziemlich gut. Wo stehst du drauf, Magby? Schaut leicht abwesend um sich. Ja, weiß auch nicht, was gerade abgeht, oder? Ein Doppelkampf! Ich will zur Schleie der Arena, um die Arenaleiterin auszufordern. Aber dafür will ich nochmal kämpfen. Ich kämpfe gegen jeden. Auf diese Weise werde ich besser. Aha. Wenn die Schleide erwähnen, ist es dann in der Nähe? Wenn wir Glück haben, ja. Ich mag, wie die Ast-Trainer hier aussehen. Ich meine, das sind die Ast-Trainer. Wie war diese Trainerklasse hier? Die sieht ziemlich cool aus, finde ich. Ja, so am besten wäre es, wenn ich die beiden stattdessen rein tue. Ups. Nicht so gut. Egal. Dann tanken, das tanken die easy, locker. Das tanken die doch, oder? Was wollen die denn am besten tun hier? Mogelieb. Ich hab sowieso nicht angreifen wollen. Flammenrad auf. Oh, das ist schon ein bisschen böse. Tails würde gerne mit dir spielen. Aber wir können auch danach noch spielen. Oh. Naja, meine Anweisung lautet Rasierblatt! Aber erstmal die Aquaflache. Bam, down. Tschüss. Ich kann ja nicht direkt schon die nächste Pokémon raussenden, damit ich das auch schon mal ganz, ganz fix platt machen kann. Aber so wie ich die kenne, werden die das nicht tun. Aber die XP, die tun wir schon mal drauf. Traunfugil und Tricky in Level Up. Oh, Psystrahl, Psystrahl. Feuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. Naja, Wunderraum finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem über 5 Runden die Verteidigung aller Pokémon mit ihrer Spezialverteidigung getauscht werden. Ja, es ist sehr interessant, aber ich kann damit nicht umgehen. Deshalb tue ich es weg. Ich kann damit einfach nicht umgehen. Nicht so wirklich. Müsste ich mir anlernen. Erlernen, so wie Pokémon-Attacken. Aber muss nicht unbedingt sein. Oh, Aeroas ist auch eine starke Attacke, aber ist einfach schwache Pokémon. Ciao. Nochmal ein paar XP. Kadabra. Kadabra ist ein cooles Pokémon. Garados. Oh oh, die Weiterentwicklung von Carpador. Ja, dieses nutzlose Pokémon Carpador entwickelt sich zu Garados. Ein sehr. Ja, ein sehr weit verbreitetes Pokémon. Man sollte Carpador nicht unterschätzen. Vor allem dann nicht, wenn es sich weiterentwickelt. Und ja, die Attackenauswahl, die ich gerade gemacht habe, war nicht optimal, aber ich konzentriere mich mehr auf das Garados, weil Kadabra ist nicht in seiner finalen Form und Garados schon. Deshalb habe ich von das Garados ein bisschen mehr Angst. Ja, auch wegen sowas. Garados kann ein sehr gutes Pokémon sein, wenn man es richtig macht. Das sieht man auch bei bekannten Trainern aus anderen Spielen von Pokémon. Ich will nichts Genaues sagen, aber es gibt Pokémon-Trainer, die sehr gut mit Garados umgehen können. Ah, ich setze aber trotzdem mal Biss ein. Ah, wir hatten sogar beide Biss gehabt hier, ne? Ja, wir haben sogar beide Biss und ich setze trotzdem Wasserattacke aufs Kadabra ein. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen dumm von mir. Das gebe ich zu, das war ein bisschen dumm. Das habe ich nicht schnell mitbekommen. Nein. Oh! Blitzschnell ausgewichen. Dankeschön. Nichts dafür getan. Und trotzdem gewinne ich alles. Nice! Level 30 für Tails! Und das war's. Ja, das sind sogar die Ast-Trainer.
das meine Zuversicht erschüttert. Du hast gesiegt und ich habe verloren, aber an Erfahrung gewonnen haben wir beide. Ja, dann ist doch gut. Ich denke den ganzen Tag darüber, über die Pokémon nach. Deswegen war ich eigentlich ganz zuversichtlich. Bei den Pokémon-Kampf spielen Alter und Geschlecht nicht die geringste Rolle. Lass dir das gesagt sein. Sie hat recht. Oh, Staedes, das hätte ich hier in der Nähe. Na dann, eine Wikibeere. Aus Wikipedia? Das ist aber ein guter, Bärenort. Sieht man direkt. Ist direkt an einem Schild. Oh. Ha? Sind wir etwa schon da oder ist das ein Übergang zur neuen Route? Ich wollte nach Alysses, aber einige Pokémon haben mir den Weg versperrt. Oh! Du meinst die Enton? Das heißt, wenn es dort nach Alysses geht, dann geht's hier nach Schleide! Du. Hä? Was machen die denn hier? Hey du, ja du, du befindest dich auf dem Gelände von Team Galactic. Das hier ist kein Spielplatz. Okay. Hier befindet sich die unglaubliche Lagerhalle des unglaublichen Team Galactic. Ein Kind wie du sollte lieber unglaublich in der Pokémon Arena spielen gehen. Schließlich ist die Arenaleiterin dort auch nur ein unglaublich kleines Kind, so wie du. Aha, Lagerhalle von Team Galactic. Zutritt verboten! Ich gehe trotzdem rein. Haha. Das ist ja voll uninteressant, hier gibt es ja gar nichts, oder? Vielleicht ein Item? Ja. Piep, piep, piep. Na, Magpi, nein! Nicht? Hm? Doch. Jetzt steht das Magpi wieder im Weg. Ich hasse das. Nicht hier? Ich finde es nicht. Ich will das Item. Es ist über mir. Ah, hier! Money und Cash. Okay. Auch ganz cool. Ja. Wir sind endlich in Schleiede angekommen. Eine riesige Gebirgsstadt, wie ich sehe. Eigentlich war es in Platin-Stahl überall. Wir schätzen, jemand in Perl war überall Gebirge eigentlich. Okay. War ein bisschen gedownwildet hier in jemand in Perl. Schleide wird nicht umsonst Stadt der Steine genannt. Hier gibt es sogar Meteoriten. Ah, cool. Die Modewelt-Metronom, die hier neulich eröffnet hat, scheint bestens anzukommen. Modewelt? Heißt das, ich kann mich hier umziehen? Schleide, eine Stadt aus Steinen gehauen. Yep. Und ja, kommen wir nicht hoch zum Item. Hilda ist die Arenaleiterin in Schleide, Marinus der Arenaleiter in Weideburg. Und dann haben wir Namina in Herzhofen. Die sind alle viel zu stark, gegen die habe ich keine Chance. Jetzt hat er schon alles gespoilert. Aber ja, hier haben wir eine weitere Arenaleiterin in dieser Stadt. Hier ist nämlich die dritte Arenaleiterin für uns zumindest. In Platin wäre das Namina gewesen. Aber nun, Platin hat man normale Reihenfolge. Hier hat man kreuz und quer. Wenn du die Feuermetacke fliegen einsetzt, kannst du in Sekundenschnelle in jede Stadt gelangen, in der du schon mal warst. Mhm. Arenaleiterin Hilda mag wie ein argloses, junges Mädchen wirken, aber hüte dich, sogar Erwachsene haben schwer gegen sie. Echt? Selbst Erwachsene haben schwer gegen sie? Wirklich? So stark ist sie? Ich habe mir einen neuen Sonnenschirm gekauft, aber ich will nicht, dass er vom Regen nass wird, also sehe ich mir immer die Wettervorhersage an. Warte. Achso, Sonnenschirm, ich wollte schon sagen. Regenschirm wäre ja voll dumm. Den benutzt man ja für den Regen, aber Sonnenschirm, ja gut, kann ich verstehen. Das Team Galaktik-Gebäude stört mich. Es wirkt so bedrohlich auf mich, dass ich kaum noch schlafen kann. Ein Team Galaktik-Gebäude? Hä? Diese Dornendinger an dem Gebäude sind die jetzt in? Dornendinger an dem Gebäude? Wovon reden die? Team Galaktik? Also ja, die haben wir gesehen, aber die haben ein ganzes Gebäude hier? Also ein zweites? Wenn es Menschen gibt, die sie sehen wollen, erscheinen Pokémon auf verschiedene Arten und Weisen. Okay. Laut einer Legende hat der Kraterberg Sinnoh in zwei Hälften geteilt. Wenn ich mir Schalelos ansehe, ist da vielleicht sogar etwas dran. Wow, was soll das denn heißen? Hass! Wow, sie hat einfach Hass auf Schalelos. Das geht gar nicht. Schlaede Kaufhaus, wir machen Träume wahr. Wo kann man hier Klamotten kaufen?
Ich bin hergekommen, um im Kaufhaus mein Geld zu verprasseln. Aber mit all den Felswänden hier wirkt der Ort recht kalt. Aha. Was gibt's denn hier so Schönes? Das Brockmann eines befreundeten Trainers hat mich zur Herstellung dieser Sticker inspiriert. Möchtest du welche haben? Oh ja, klar, warum nicht? Was kann man hier so... Oh, ganz normale Sachen. Und Hyperbälle und Pokepuppen und Schütze. Ja, Hyperbälle kann ich mir mal ein paar geben, würde ich sagen. Nützt nicht so viele, aber mit dem 100k, den ich da habe, die kann ich schon ein bisschen verbratteln. Ich weiß aber nicht, wie viel Klamotten... Deutsch. Ich weiß nicht, wie viel Klamotten kosten werden. Beleber kann man den kaufen. Ah. Und Heil-Items, die ich jetzt extra stehen lasse. Ich liebe diesen Hauch von Luxus, der in solchen Kaufhäusern in der Luft liegt. Aha. Willkommen im Kaufhaus von Schleide. Mehr sagst du nicht. Dieses Kaufhaus garantiert höchste Kundenzufriedenheit. Sobald du zur Stammkundschaft gehörst, fühlst du dich hier in besten Händen. Okay. Das hier ist gerade, entdecke dein neues Ich-Schleide-Kaufhaus. Achso, steht das hier dann? Ja, du befindest dich im EG. EG, alles für den Trainer. Erstes OG, alles für den Kampf. Zweite, traumhafte Terms. Dritte, solide Sockel. Vierte, Dachterrasse. Ja, gucken wir uns mal das Ganze in Windeseile an. Ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit hier verschwenden. Pocket Alpzähler? Klar, warum nicht? Einfach so, danke. Mit dem Zähler kannst du bis 9999 zählen. Und warum sollte ich das tun? Oh, da war's schon. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Wo war es denn? 20? Ah, der Delay. Nein. Wo war das? Oh, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Oh, da kann man auch wieder zurücken. Oh. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Cool. Das kann man nicht wieder resetten oder wie? Kann man hier kaufen? Okay, den Schrott, den ich mir eigentlich fast nie hole. Den Schrott, den ich mir noch weniger hole. Ich gebe meinem Zepulze KP Plus, das erhöht die KP. Oder wenn nicht? Doch, glaub schon. Wo finde ich nur das passende Kleid für die Super-Wettbewerbsshow? Ich weiß es nicht, ich suche auch. Was empfehlen Sie? Darf ich Carbon empfehlen? Es erhöht die Initiative. Okay, die labern irgendwie, was man kaufen kann. Hi. Was verkaufst du? TMs? Sehr interessant. Warte, was? Was? Feuersturm? Donner? Blizzard? Fokusstub? Das sind voll die starken Attacken. Flammenwurf, Donnerblitz, Eisstrahl, Solarstrahl, Psychokinese, Zauberschein, Gyroball, Gigastoß, Hyperstrahl. Das sind voll die starken Attacken. Muss ich schon überlegen, ob ich mir da nicht was holen will, aber ich weiß nicht, ob das dann ein bisschen zu OP ist. Ich weiß es nicht. Ich muss mal überlegen. Oh, hier geht's weiter. Fußtritt, Dampfwalze, Kehrtwende, Trugschlag, Erholung, Schutzschild. Ja, komm, ist Schmutz. Bodyguard, auch ein ziemlicher Schmutz. Reflektor, Lichtchen, Delegator, Ausdauer, Kraftschub, Schwertanz. Doppelteam, Blitz. Ich liebe Terms und alles, deswegen komme ich dann nicht hierher. Also, aber kaufen tue ich nichts. Ach, du guckst ihn nur an, okay. Ein Freund hat mir neulich über die drahtlose Verbindung einen Maschak zugeschickt, aber mit mir ist ein völlig anderes Pokémon angekommen. Auf einmal ist es vor Punchman. Was empfehlen Sie? Schutzschild? Nein, nein, nein. Stop. Nein. Weil der Junge keine Pokémon hat, findet sein Training laut ihm in seinem Kopf statt. Okay, geben das seine... Ja, okay, das hier ist anscheinend neu. Ich weiß nicht, was sie im Original verkauft haben, aber das ist auf jeden Fall neu. Vielleicht haben die hier Deko-Objekte verkauft, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt irgendwie Sockel, die niemanden jucken. Nicht wirklich. Nö, alles in Ordnung. Wenn dir ein wenig Boba begegnet, verwende sofort einen Flottball. Sollte der Kampf allerdings etwas länger dauern, dann setz einen Timerball ein. Er hat recht. Das ist guter Advice. Er hat sowas von recht. Was sagst du dazu? Ich habe erstmal genug eingekauft. Jetzt brauche ich eine Erfrischung und Ruhe. Getränkautomat! Yay! Klonk. Holen wir uns mal von allem eins. Das mache ich eigentlich immer. Noch eins. Nein, ich wollte nicht noch eins. Jetzt habe ich zwei gekauft.
etwas anderes kaufen. Egal, habe ich ja zwei Tafelwasser. Egal. Ist ja nicht so, als wäre das schlimm vor die Geldverschwendung. Ich meine sogar, dass eins von den drei besser ist, also vom Preis her besser ist, als die normalen Trank-Items. Falls ich mich richtig erinnere. Zwei starke Jungs stehen hier rum, das ist alles. Okay. Oh, ein junger Pokémon-Trainer. Nimm den Rat eines Älteren an und nutze diesen Klettdorn. Nein, ich bin kein Fan davon. Wenn ein Pokémon ihn trägt und dann von einem anderen Pokémon getroffen wird, das gerade kein Item bei sich hat, heftet er sich an den Gegner und fügt ihm Schaden zu. Hat eine interessante Idee, aber es funktioniert meistens nicht. Ich halte diesem Kaufhaus seit Jahren die Treue, deshalb bin ich jetzt auch Stammkundin. Alright. Dann wollen wir mal wieder runter. Hier waren keine Klamotten. Gibt's dafür ein eigenes Gebäude? Muss ja eigentlich. Oh, wie schnell. Alright. Na doch, es muss ja eigentlich irgendwo sein. Oh ja, Team Galactic lagert alle möglichen interessanten Sachen in seinem Gebäude. Ich habe gehört, sie haben dort sogar eine TM. Eine TM? Nur eine? Boah, wie krass, eine TM. Hä? Bin das nur ich oder glitscht ein bisschen die Texturen rum bei den Treppen? Sieht komisch aus. Na egal. Galactic Gebäude von Schleide. Wir träumen vom Universum. Oh, das ist das Gebäude. Wie riesig das ist. Flächen-AP Plus. Wie riesig ist denn bitte dieses Gebäude? Kann ich hier rein? Moment. Ist hier denn was? Nee. Oh, du bist hier. Hi. Oh, du hast was gefunden. Eine Kiroya-Beere. Kirono-Nummer-Beere. Cool. Okay, wir können da rein. Wo bin ich hier? Das Motto von Team Galactic lautet, alles weit und breit gehört uns. Heute die Welt und morgen das Universum. Träumt weiter. Okay, damit können wir nichts anfangen. Sieht aus wie ein Teleporter oder so. Aber funktioniert nicht. Vielleicht der Haupteingang. Hallo. Herzlich willkommen. Dies ist die Galactic Central. Verzeihung, ich meine natürlich das Galactic Gebäude von Schleide. Wir vertreten hier die Ansicht, dass die Zukunft der kosmischen Energie gehört. Stell dir nur mal vor, wie wundervoll es wäre, wenn wir uns diese gewaltige Energie zunutze machen könnten. Naja. Wir von Team Galactic erbeuten alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und was uns wertlos erscheint, das löschen wir aus. Das ist unsere Philosophie. Why? Team Galactic arbeitet hier Tag und Nacht in der Erschließung neuer Energieressourcen. Du bist noch etwas zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du dich uns gerne anschließen. Ich würde dich nicht anschließen. Ist ja ziemlich dumm. Und die Pokémon, die ihr benutzt, den würde ich nicht benutzen. Ihr benutzt nur Pokémon aus dem Wald. Die meisten davon sind ziemlich schlecht. Wickelt die mal. Dann ist es ein bisschen besser. Aber auch nicht so gut. Meteoriten. Das ist ein mysteriöser Meteorit, der vom Himmel gefallen ist. Das war's? Okay. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Den Kopf immer im selben Rhythmus zu bewegen, ist einfach ein tolles Gefühl. Hier, das für dich. Ja, Metronom. Metronom, damit kann man... Sagt ihr das? Nee. Oder? Achso, das ist ein Item, nicht die Attacke. Okay. Damit wird eine Attacke immer stärker, je öfter man sie hintereinander einsetzt. Mhm. Aber die TM ist sogar noch interessanter. Verrück! Mhm. Hier sind noch mehr von denen. Das ist ein Item. Hier könnte man noch ein Item verstecken, oder? Hier irgendwo. Irgendwo. Nein, nur ein Magpie. Es wirbelt herum. Oh, toll. Wo ist die Modewelt? Wir haben die TM-Fliegen hier in unserem Gebäude verlagert. Mir wurde gesagt, dass ich darf sie haben, wenn ich mich als würdig erweise. Fliegen hätte ich gerne. Besuche den See der Kühnheit, gleich hinter Route 214. Ja, noch will ich hier nicht gehen. Oh. Modeweltlager, Waren im Überfluss. Oh, ist es hier? Naja. Okay, diese Box kommt dahin und... Ah, es gibt so viel zu tun, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Selbst ein Pibi mit seinen winzigen Pfötchen wäre mir eine große Hilfe. Ich würde einspringen. Wenn ich ein bisschen Rabatt bekomme, natürlich, ne? Eines schönen Tages fiel ein Meteorit einfach so vom Himmel und an der Stelle, wo er einschlug, erblühte später eine Stadt. Der bloße Gedanke daran rockt total.
cool. Modewelt Metronom, überlass dein Outfit nicht dem Zufall. Oh, yes! Oh, mit den Pipis! Yo! Hier war eigentlich im Original mal ein, oh, die Musik ist so geil. Hier war im Original eigentlich so eine Art Lotto, könnte man sagen. Aber natürlich, weil man das heutzutage nicht mehr machen kann, weil keine Kinder spielen diese Spiele. Die sollte man nicht mit Gewinnspielen und so in Verbindung setzen. Haben die daraus eine Modewelt gemacht, aber die Musik ist exakt die gleiche. Und das passt so überhaupt nicht, aber ich feiere es. Oh nein, die T-Shirts mit Pipi-Aufdruck sind schon ausverkauft. Willkommen! In unserem Geschäft kümmern wir uns um deinen gesamten Look, von der Kleidung bis zur Frisur. Cool. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich kaufen soll. Ja, komm, zeig mir, was habt ihr? Willkommen in der Modewelt Metronom. Suchst du etwas Bestimmten? Ich will was kaufen. Pikachu-Outfit. Ich mag vor allem die Haare, die sehen echt hübsch aus. Hübsches Girl. Latzhosen-Outfit. Haare sind auch ganz nett. Ist okay. Ist ganz okay. Evoli-Jacken. Ich mag die Haare und den Rock. Na, ja, das Oberteil ist okay. Gengar-Jacken-Outfit. Hier ist exakt selbe. Aber ich finde wahrscheinlich. Na gut, welches finde ich besser? Das hier wahrscheinlich. Passt besser. Cyber-Outfit. Ui. Schöne Haare. Outfit ist okay. Winter. Ja, ist auch nice. Ist auch sehr nice. Frühlingsoutfit. Das ist richtig cool. Das erinnert mich total an Schwert und Schild. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich ein gutes Outfit. Freizeitoutfit. Ja. Ist okay. Lederjackenoutfit. Ja, davon habe ich schon viel gehört von diesem Outfit, weil es ist Fan-Favorite, wie ich gehört habe. Sorry, ich muss euch enttäuschen. Ich bin kein Fan davon. Oh mein Gott, ich sehe jetzt erst jetzt den Preis. Was? Warum sind die alle so teuer? What the? Warum sind die alle so teuer? Okay, ich muss mir mal von allen das Beste mal raussuchen, glaube ich. Okay, ich muss mal überlegen, welche würde ich denn haben wollen? Das hier? Eins? Zwei? Drei, maybe? Vier und fünf. Das sind fünf Outfits. Aber bevor ich mir sowas kaufe, es gibt ein ganz anderes Outfit, was ich unbedingt anziehen will. Und zwar das Platin-Outfit. Ah, sieht so toll aus. Ja. Guckt es euch an. Es ist super. Ich weiß. Ja. Wir haben uns umgezogen. Ah, besser. Aber vielleicht ziehe ich ja doch was anderes an. Ich habe nicht so viel Geld. Ich meine, wie viel kostet das hier bitte? Das ist wirklich verdammt viel. Na gut, Evoli-Jacke ist auch cool, aber ich finde, die Farben hätte man verdrehen müssen, weil Evoli passt doch mehr zu so einer hellen Farbe und nicht und Gengar eher zu so einer dunklen Farbe. Na egal. Cyber-Outfit ist auch ganz nice. Oh, man kann auch ein L drin. Aber ich weiß nicht. Winter-Outfit. Tatsächlich, das Winter-Outfit ist zwar ganz nice, aber das Platin-Outfit ist einfach besser. Ich glaube, Winter würde ich doch nicht nehmen. Platin-Outfit ist einfach das, aber ein besser. Finde ich. Aber das Frühlings-Outfit, ich glaube, das hole ich mir. Weil... ich glaube, das gefällt mir am meisten von den allen. Ich kaufe mir das einfach mal. Moment, ich muss mal kurz gucken. Das hier gefällt mir. Das hier. Ja gut, das ist das Billigste. Egal. Ich entscheide mich jetzt hierfür. Und ziehe es auch gleich mal an. Wie sieht's denn aus? Der Hut. Okay, die Mütze. Das ist ein bisschen, naja. Ah gut, die Rockfarbe ist halt so ein bisschen blass. Geht jetzt ziemlich komisch aus wegen der Mütze und wegen dem Rock, aber so, ja. Ich denke, im Kampf sieht es viel besser aus. War man ja auch vorhin gesehen, wie es im Kampf aussieht. Ja, okay. Die sind ziemlich teuer. Ich muss ziemlich viel sparen, wenn ich alle Outfits haben will. Aber ich werde euch versichern, ich werde sparen, ganz viel sparen und somit mir das Spiel schwieriger machen, indem ich mir nicht so viele Items kaufe, die nützlich wären, sondern eher auf die Klamotten spare.
Ja, und damit würde ich sagen, mit diesen tollen neuen Outfits werden wir in der nächsten Folge die Arena stürmen. Vielleicht habt ihr schon gesehen, die ist hier nämlich hier links direkt. Und ja, wir haben noch nicht alles erkundet, aber wir sind auch schon fast da. Und den Rest, den wir erkunden müssen, ist sowieso hier, Richtung Arena. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei bei Pokémon. Kleinen Bonus, den ich noch einfügen werde. Man kann das Model so auch wechseln. Hätte ich das gewusst, wäre das, glaube ich, einfacher für mich gewesen.